Die vier besten A3 Guillotine-Produkte, eine Einführung. Ich habe mir den HFS 43,2 cm Klinge A3 Heavy Duty Guillotine Papier Cutter gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Der Cutter ist sehr robust und schneidet Papier sehr sauber und präzise. Er ist leicht zu bedienen und die Klinge ist sehr scharf. Der Cutter ist auch sehr sicher und hat eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass die Klinge unbeabsichtigt ausgelöst wird. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe mir vor kurzem den robusten Papierschneider A3 gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die große Papierschneideklinge ist sehr scharf und die Gitterplatte ermöglicht es mir, die Papiere genau zu schneiden. Die Fotoguillotine-Bastelmaschine ist einfach zu bedienen und die Schnittlänge von 45,7 cm ist ideal für A2 A7. Ich kann dieses Produkt nur empfehlen. Es ist eine gute Investition und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe den Dahle 508 Papierschneider gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Er ist sehr robust und schneidet bis zu 6 Blatt Papier auf einmal und sogar bis DIN A3. Die Klingen sind sehr scharf und die Schneidemaschine ist leicht zu bedienen. Der Rahmen ist aus Metall und die Oberseite ist mit einer Kunststoffabdeckung ausgestattet. Ich kann den Dahle 508 Papierschneider nur empfehlen, er ist eine sehr gute Investition. Ich bin begeistert von der Reiher 50.046.000 Papierschneidemaschine Papierfalzmaschine. Es ist ein sehr nützliches und praktisches Werkzeug, das mir beim Schneiden und Falzen von Papier hilft. Die Schnittlänge beträgt bis zu 30,5 cm und es kann bis zu 5 Blatt Papier, 80 Gramm pro Quadratmeter, schneiden oder falzen. Die Aufhängevorrichtung ist ein großer Pluspunkt, da ich die Maschine an der Wand aufhängen und so Platz sparen kann. Ich kann dieses Produkt wirklich empfehlen, da es sehr gut funktioniert und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.